Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Michael Barozzo, ich bin Fachberater der Moguntia Food Group. Ich zeige euch heute zwei Nachtische für die Theke. Nachtische werden im Thekenbereich immer mehr nachgefragt. Daher haben wir einige Nachtische kreiert, wovon ich heute zwei zeigen werde. Zu einem die Bananen mit Kinderschokolade, welche mit einem speziellen Zimt nachgewürzt wird. Dieser Zimt hat den Vorteil, er wird bei uns im Werk speziell vermahlen und dadurch bekommt er ein besonders intensives Aroma. Als nächste Variante haben wir die Marshmallows mit der Spekulus-Marinade. Die Spekulus-Marinade hat den typischen Spekulatius-Geschmack und gibt dem Marshmallow im Anschluss eine richtig würzige Note. Hierfür benötigen wir Banane roh, Schokoriegel und den speziell verarbeiteten Zimt der Firma Moguntia. Erdbeeren, Marshmallows, Spekulos Liquid Spice und Holzspieße. Wir fangen mit der Banane Copacabana an. Diese wird längs durchgeteilt, aufgeklappt und mit der vorgefertigten Schokolade bestückt. Jeweils ungefähr 5 Stücke in die Banane, wobei die Banane ruhig ein wenig einreißen darf. Das Ganze wiederholen wir bei der zweiten Hälfte auch noch einmal. Und streuen die Banane mit einer Prise Zimt ab. Als nächstes bereiten wir den Mellow-Spieß vor oder Marshmallow-Erdbeerspieß. Hierfür nehmen wir jetzt unsere Marshmallows, die Spekulus-Marinade . Jetzt vermengen wir gleichmäßig und langsam die Marshmallows, so dass sich die Marinade an allen Marshmallows gleichmäßig verteilen kann. Als Spieße nehmen wir die 9 cm Bambusspieße, wobei hier zuerst ein Marshmallow und dann gefolgt von der Erdbeere aufgespießt wird. Das Ganze wird so gespießt, dass es stehen kann. In der Theke darauf achten, dass die Spieße in der gleichen Richtung stehen. Jetzt wieder mein Marshmallow, meine Erdbeere und das war's schon. Die Bananen sowie die Erdbeeren werden im Backofen oder bei indirekter Hitze auf dem Grill zubereitet. Bei beiden darauf achten, wenn ich es auf dem Grill zubereite, eben eine Grillschale unterlegen und diese benutzen. Die Bananen sind fertig, sobald die Schokolade geschmolzen ist, und die Erdbeeren, wenn der Marshmallow karamellisiert und sich ein wenig ausdehnt. Solltet ihr noch weitere Rezeptideen benötigen, fragt doch einfach euren Fachberater oder besucht die moguntia.com-Seite. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal.